Hallo. Die deutschen Hochschulen teilen ihr Studienjahr in Semester ein. Ein Semester umfasst in der Regel 6 Monate. Im Herbst beginnt das Wintersemester und im Frühling das Sommersemester. Die meisten Studiengänge beginnen im Wintersemester, einige aber auch im Sommersemester. Ein Semester teilt sich in 2 Phasen. In eine circa 15-wöchige Phase, in der die Lehrveranstaltungen stattfinden, und in die verbleibende Zeit, in der keine Veranstaltungen stattfinden. Sie wird vorlesungsfreie Zeit genannt. In der vorlesungsfreien Zeit werden Hausarbeiten angefertigt oder Praktika absolviert. In manchen Studiengängen werden dann sogar auch Klausuren geschrieben. Der genaue zeitliche Ablauf eines Semesters ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Daher unser Tipp: immer auf der Webseite der Hochschule informieren.